Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Evil Within. Jo, ich muss dann Aufnahmeschluss machen. Wir haben dann alles zusammen 2, 4, 6, 8 Parts heute gemacht. Das ist eh nicht schlecht. Aber wir werden jetzt noch eine kleine Lesestunde machen. Also, hier bei der Zeitung. Was steht denn da? Ermittlungen in Kirche. Ermittlungen gegen Pastor eingeleitet. Gemeinde verstieß möglicherweise gegen Kirchenstatuen. Was? Gemeinde verstieß möglicherweise gegen Kirchenstatuten. So, Statuen, genau. Statuten. So. Pastor Salvador Graciano, ich hoffe, ich sage das richtig, wies Anschuldigungen der finanziellen Maßlosigkeit zurück. Kirchenvertreter überprüfen das Fehlen von Unterlagen zur Geldspenden und Gemeindeausgaben. Die Kirche ist immer arm, das wissen wir ja. So. Na, die Wand muss nicht einschlagen, du brauchst nur lesen. Pastor Graciano, ich sage das richtig, vermisst. Pastor Salvador Graciano, Pastor Graciano und mehrere Kirchenmitglieder von Cedar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche verriegelt. Ich glaube, ich weiß, wer der nächste Endgegner sein wird, ha? Huh? Ich glaube, ich sollte speichern. Hallo, Gnädigste. Ah, die brauchst du auch nicht schlagen, es hilft nichts. Ja, bitte. So. So, dann hätten wir das auch. Gelernt haben wir die Sachen. Und wir hauen hier wieder ab. So. Servus, Kumpel. Wir sind wieder ein bisschen schlauer geworden. Ob es was hilft, werden wir sehen. So. Den Hammer hätte ich gern. Kumpel, Hammer. Hammer, du, nehmen. Nix. Dann halt nicht. Gut. Da vorne haben wir wieder einen Arsch voll Gegner. Irgendwo. Wir haben sie letztes Mal schon gehört. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Oh, pass auf. Alles klar? Ja. Oh, die beiden. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Sehr liebenswürdig von dir. Was habe ich im letzten Part gesagt? Das Safe Room ist schon wieder gesperrt. Ah, das ist echt lästig. Von wo schießt denn da wer? Krüppel. Elendiger. Unfassbar. Ich sehe da gerade niemanden. Voll hergerichtet wieder. Ah, da hinten. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Hallo? Hat er nicht gesagt, er gibt mir Rückendeckung? Jetzt sehe ich den Kerl nicht. Da oben. Du Krüppel. So.
Was ist mit dir da oben? Schläfst du? Ja. Idiot. Unglaublich. Ach, das war wieder so klar hier. Ich wollte eigentlich laufen. Und da kann man natürlich nicht drüber, weil das ist ja ein Hindernis. Das ist... Na, die wollte ich nicht. Ich wollte die Schrot haben. Jawohl, den haben wir schon mal hergerichtet. Den Krippel, den Schirchen. Stehst du wieder auf? Wahrscheinlich. Jetzt nehmen wir. Hat er die anderen erfolgreich umgeschossen? Schaut gut aus. Na, wenigstens schert er sie was, ne? Ich sollte nachladen. Ich sehe schon, das wird ein hartes Stück Arbeit. Das brauchen wir auch. Kann ich hier hochklettern? Ja. Schaut nicht so schlecht aus. Bringt zwar nichts, aber ist wurscht. Da liegt gleich was, oder? Ah, na, so ausgeschaut. So. Dürfen wir da echt schon? Ich meine, sollten wir da schon durch? Ich meine, ich will noch schauen, ob noch irgendwo was liegt, was wir brauchen könnten. Alter Kumpel da oben, ne? Man schaut, glaube ich, nicht so schlecht aus. Stimmt, nachladen. Die Schrot, da haben wir nichts. Wie schauen wir hier aus? Scharfschütze können wir noch. Da haben wir noch zwei. So. Ich werde verrecken. Das spüre ich schon im linken Hüftknochen. Und so. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Ja, danke. Halt, da war irgendwas. Zumindest hat es gerade so ausgeschaut, als wenn da irgendwas gewesen wäre. Oh je. El Gigante? Ach komm. Ich komm nicht vorbei, ich komm nicht vorbei, ich komm jetzt vorbei, ich komm doch vorbei. Wo bin ich? Ich verdrück mich immer. Ich bin gerade voll angespannt schon wieder. Erste Hilfe Koffer, ich werde sterben. Ja. Hey! Wo hat er jetzt nochmal die? Warum sind da jetzt zwei? Ich werde auseinandergerissen. Warum sind da jetzt auf einmal zwei? Und wo ist bitte meine Rückendeckung? Wo ist jetzt meine Rückendeckung? Okay. Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Ah, halt die Gosch. Ich gebe dir Deckung. Ja, das habe ich schon verstanden. Wie du mir Deckung gibst. Mmh.
Ich könnte jetzt mal diese Harpune da probieren, ne? Ich werde verrecken, ich werde verrecken. Aber das ist lustig. Oh je. Oh Gott. Ich wollte eigentlich weglaufen. Ich kann nicht einmal mehr aufstehen. Zweite Chance, mach ihn fertig. Hä? Das hat hingehauen. Sicherheitshalber. Alter! Okay, da steht. Der Idiot. Alter, mir geht schon wieder die Pumpen. Wie schaut's aus? Munitionstechnisch haben wir dann nichts mehr. Wir könnten noch eine Granate schmeißen. Die hat sich, glaube ich, gar nichts gebracht. Ich wollte mich verstecken. Scheiße. Hoffe, ich kann das nicht zerschmettern. Ich schaff die nicht allein. Halt die Gosch. Alter, ich war die Hosen voll. Ich kann so nichts schießen, ne? Warum auch immer. Durch! Ich schaff die nicht allein. Ich bin gerade voll, boah, mit den Nerven, ne? Ihr wisst ja eh Bescheid. So, was habe ich jetzt bekommen? Ich weiß gar nicht. Alter. Trifft der Schlag. Was hätten wir denn noch? Blenden und Bombe, ne? Also Explosionen. Na, das Eis will ich exakt nicht verwenden. Die Schrot ist weg. Dann habe ich jetzt nur mal die Pistolen. Ah.
Habe ich es besiegt? Ich glaube, wir haben es besiegt. Oh, wie cool ist das denn bitte? Fuck, Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Ja. Hier lang. Machen wir dann. Alter. Ich verheiz den sicherheitshalber. Tschüss. So. Kann ich den Bolzen da noch nehmen? Ich glaube nicht. Alter Schwede, ne? Also Spannung pur. Oh weh, oh weh. Spannung pur, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Hier hätte man durch können, wahrscheinlich hätte er da durchgeboxt oder so. Pferdestatue, wo ist denn die? Moment, muss ich die vielleicht verhauen da? Keine Ahnung. Ob ich das da wegmachen kann. Oder sogar muss. Aber mit Waschen. Ich hab eigentlich nichts. Was Kabum machen könnt. Soll ich das versuchen? Ja, das bringt ja nichts. Ich habe das jetzt so blöd hingeschossen, dass ich nicht mehr einsammeln kann. Ich bin so blöd. Jetzt war da unten. Klappt ja nicht, stimmt, da muss ich dagegen reinlaufen. Ach, ich bin so blöd. Achso, da wär's rundherum gegangen. Schön. Ich hab das sah super. Super habe ich das hinkriegt. Super. Alles verschwendet. Boy. Meiter ist er. Okay. Jetzt ist er beflüstert da. Ja, Nerven sind Mangelware. So. Pistölchen, das haben wir. Gut. Muss ich dich damit zufrieden geben? Passt. Was haben wir denn da? Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Tonner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Au. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Oh. Ah, das ist gut. Safe Room. Perfekt. Perfektes Timing. Ich hoffe, dass das jetzt wieder so ein Special ist. Ich würde nämlich wirklich gern speichern. Alter, die Karte kriege ich niemals voll. Niemals. Niemals. Never ever. Gut. Dann gehen wir speichern und beenden den Part. Puh. Servus, Gnädigste. Gibt's wieder eine Zeitung für uns? Nein. Da drüben irgendwas? Schaut nett aus. Nein. Gut. Dann versuchen wir noch was zu lernen vorher. Genau. Stimmt, wenn wir schon mal da sind. Boah, 7000 Punkte. Das kann man... Das geht was. So. Boah, alter Schwede. Schon langsam wäre Lebensenergie interessant. Aber ich bin sowieso immer halb verreckt. Jo. Reserve. Wäre mir schon bald lieber. Nochmal plus 5 dazu. Schrot wäre mir ganz lieb, ehrlich gesagt. Nochmal 2 dazu. 1 nur. Da 1, 1, 1, 1. Plus 5 Streichhölzer. Ich würde echt sagen, hier nehme ich nochmal 5 dazu.
Tatsächlich Streichhölzer. Das haben wir eh 10. Bin ich nicht so der Freund davon momentan. Eine Spritze mehr. Dann sind wir pleite. Da wäre schon bald Fitness cool. Wird nur Lebensanzeige gehen. 110, dann hätten wir 120, ne? Ich meine, ich bin sowieso immer am Verrecken. Da wäre es wirklich besser, wenn ich schaue, dass ich mehr Spritzen mit mir mitnehmen könnte. Ich nehme tatsächlich, glaube ich, die Spritzen. Ich glaube, ja. Ja. Nehmen wir die. So. Passt. Abgeschlossen. Fertig. Passt. Nehmen wir tatsächlich die Spritzen dazu. Sicher ist sicher. Und gut ist. So, passt. Dann werden wir das... Jetzt schlage ich sie schon wieder. Hoppala. Dann werden wir das hier speichern, ne? Und den Part beenden. Boah, ist duschen. Ja. Ich hoffe, dass wir unserem Ziel immer näher kommen. Wow, das Spiel ist echt, ja. Hui. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Leistung zufrieden. Wie gesagt, ich spiele schwer und blind obendrein. Aber ich glaube, ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass ihr nach wie vor Spaß am Let's Play habt. Ich habe jetzt wieder Spaß, weil jetzt habe ich Pause. Noch dazu Mittagspause und ja. 8 Parts haben wir. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Puh. Ja, ich brauche jetzt erstmal, ja, ein Beruhigungskaffee oder so. Ja. Na gut, ihr Lieben. Dann beenden wir das Ganze hier. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und damit tschüssi.